Weltend 2022, das Schweißevent im Thüringer Wald. Wir laden dich herzlich ein zum Vorbeikommen. Wir haben 2 Tage coolen Schweiß-Content. Freitag haben wir für limitiert 20 Personen eine VIP-Geschichte. Am Samstag frei für alle geht es ab 10 Uhr bis 18 Uhr los, wo wir den ganzen Tag über das Thema Schweißen reden. Wir machen Vorführungen, wir haben Gewinnspiele, Verlosungen. Wir haben extrem viele Experten da. Föstalpine, Böhler-Welding, Kemper, Air Liquid, Instagrid. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Allerhand Leute, einige YouTuber und Instagrammer auch, wie Julian von German Welding Tools, der Holger, Spezialist für Edelstahl, Schleifen und Schweißen, der Dirk alias The Metalist, die Schlosserbande. Also sind einige am Start, denen du den ganzen Tag Fragen stellen kannst zur Thematik Schweißen und natürlich Gleichgesinnte sind natürlich auch da. Plus, du hast die Möglichkeit, Schweißgeräte zu testen, Zusatzwerkstoff, Schweißhelme, Schleifmittel, Norden habe ich vergessen zu erwähnen, die sind auch mit am Start. Also komm vorbei, mach dir mit uns einen coolen Tag und das Ganze abends ein bisschen abzurunden, gibt es natürlich eine coole Afterparty mit ein paar Getränken, schöner Musik und weiterhin Schweißgespräche. Wir freuen uns, wenn du erscheinst. Wie gesagt, Ticket unten in der Beschreibung. Bitte buchen und wir freuen uns dann und sehen uns im Juli. Ich habe angekündigt, dass es einen Teil 2 geben wird zu einem wichtigen Sicherheitsaspekt, den viele nicht in der Werkstatt haben, aber haben sollten. Nach dem Intro geht's los. Ja, Leute, dann seid erstmal herzlich gegrüßt zu einem neuen Video von mir, vom Alulöffel, hier auf meinem Schweißer-Kanal. So, ich hatte es ja angekündigt, es wird einen Teil 2 geben mit einer Erweiterung. Das heißt, es gibt bestimmte Kategorien oder Kategorisierung von, ich wollte es jetzt mal ein bisschen spannend machen, aber mir gelingt es nicht ganz so gut, von unterschiedlichen Temperaturbeständigkeiten, von unterschiedlichen Eigenschaften. Und es geht um die 1100 Schweißschutzdecke von Föstalpine Böhler-Welding. Genau heißt sie Böhler WB Light 1250. Der Kollege ist jetzt 1 Meter mal 1 Meter. Wir packen sie gemeinsam aus, wir schauen sie uns an. Wir gehen darauf ein, was kann der Kollege? Warum, wieso, weshalb wir Schweißschutzdecken nehmen, habe ich schon oft angesprochen. Habe es auch schon in den letzten Videos gesagt, auch wo es um die Schweißschutzdecken schon geht. Wir gehen trotzdem nochmal darauf ein, wenn du das Video nicht gesehen hast. Es ist im Grunde genommen immer der Punkt, du willst was schonend auf deinen Schweißtisch legen. Der Schweißtisch zerkratzt natürlich die Oberfläche von deinem Bauteil. Du hast ein lackiertes Bauteil. Ja, also wir haben zum Beispiel Tanks oder so oder bestimmte Bauteile, die lackiert sind. Kotflügel, Motorenteile, wo die Farbe erhalten bleiben soll, bestmöglich. Wenn es Patina ist, im Oldtimer-Bereich, ganz, ganz wichtiger Punkt. Oder du hast ein Bauteil, was einfach nicht kaputt gehen soll. Magnesium-Bauteile, wo die Masse immer am besten direkt am Werkstück ist und. Also du merkst, es gibt unterschiedliche Anwendungsbereiche, mehrere auf jeden Fall. Plus, du hast irgendwas, was da abdecken muss. Du musst irgendwas schützen vor Spritzern beim Mackschweißen. Gut, für Kartons bin ich sowieso nicht, aber wenn mal irgendwie was Entflammbares in der Nähe ist und man kann es gar nicht anders einrichten, dann auf jeden Fall so eine Schweißschutzdecke. Man muss am Fahrrad, am Motorrad irgendwo was schweißen, was abgedeckt werden soll. Und genau da kommt immer eine Schweißschutzdecke zum Einsatz. So, wir entnehmen ein paar Eigenschaften von der Verpackung. Die machen wir auf jeden Fall erstmal auf. Einmal 1 Meter, ist klar. 1250 Grad, da ist schon Feuer dahinter. Und 0,54 Kilogramm oder 0,54 Gramm. Also nicht so viel. Ne? Aber ich glaube, das spielt jetzt auch eine ganze Zeige. Unterschied zu den anderen, sie ist schwarz. Das ist das, was ich jetzt in der Verpackung auf den ersten Blick... Ja, das hat auf jeden Fall gut geklappt, das nicht zu zerstören. Ah, ich brauche ein Messer vielleicht. Ne, es geht auch so. Also sie ist schwarz und das Föstalpine Logo drin, auch sehr cool. Das sieht aus wie so ein Vlies, also gar nicht jetzt so, wie ich es mir vorgestellt hätte. Die anderen haben ja alle so eine glänzerige Oberfläche oder so, gell? Da sieht man dann schon, dass die wärmeständig ist. Hier, ja, sieht es aus wie so ein Unterleger, so eine Decke. Das Schlimme ist immer viel zu schade, um es zu nutzen, weil, na klar, man wird ja trotzdem was sehen. Schweißfan, endlich ist es soweit. Unser Online-Kurs ist fertig. Sei gegrüßt und herzlich willkommen. Im Alugussbereich gab es bis heute keine Möglichkeit, das irgendwo zu erlernen. Jetzt ist es aber möglich bei uns im Online-Kurs. Bis, wie ich es eben gezeigt habe, bleibt die Kalotte auch schön stabil und klein. Aber auch Aluminiumschweißen, die Steps von Anfang bis Ende, haben wir in einem Online-Kurs in mehreren Modulen zusammengefasst. Bestimme du, wo und wann und in welchem Tempo du das Aluminiumschweißen erlernen möchtest.
Ja, und genau für solche Anwendungsbereiche, die unterschiedlichsten, die wir hier halt haben, ne, haben wir halt auch unterschiedliche Decken. Und das ist halt eine sehr, sehr feine und weiche zum Unterlegen. Also ich glaube, wir haben mittlerweile 1, 2, 3, 4, ich glaube, das ist mittlerweile die fünfte. Es ist leider noch nicht die, da habe ich mich jetzt gerade vertan, falls ich es schon im Video gesagt habe, mit der Löschfunktion, die ich ja eigentlich wollte. Die ist leider noch nicht gekommen. Da wird es dann quasi noch ein Teil 3 dazu geben. Und ich möchte jetzt nochmal ganz kurz auf die Eigenschaften eingehen. Und dafür habe ich von Voestalpine die Homepage aufgemacht, wo nochmal genau drin steht zur WB Light 1250, was hier abgeht. So, nicht gewebt, Arbeitstemperatur 250 Grad. So, Eigenschaften, hervorragend Wärmeisolierung. So, das ist jetzt wieder ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen habe ich sie auch gewollt. Einmal, weil sie sehr schön fein ist und weich. Ich habe hier noch eine andere gerade auf dem Tisch liegen, die ist immer ein bisschen härter. Geht auch in bestimmten Anwendungsbereichen super. Aber wenn es jetzt ein lackierter Tank, ist immer so mein Beispiel, gell? Weil das sind Sachen, die wir oft haben. Für einen lackierten Tank perfekt. Für irgendwas, was ich zerkratzen soll, weil die anderen, die sind von der Oberfläche her schon viel, viel härter. Das wird jetzt so unsere gute Schweißschutzdecke, die dann für feinere Sachen, für frische, für lackierte und Sachen genommen wird. Aber die hervorragende Wärmeisolierung ist natürlich auch ein Megapunkt für uns im Bereich, wenn man bestimmte Sachen runterwärmen möchte, langsam. Und das war ein Satz. Langsam die Temperatur aus dem Bauteil rausbekommen möchte. Habe ich ja schon mal in einem Video gesagt, dass wir dann die Teile in eine Schweißschutzdecke einwickeln. Und dann braucht das extrem lange, 3, 4, 5 Stunden, bis die Temperatur langsam rausgegangen ist. Das ist sehr, sehr cool. Stahlguss, Grauguss, beziehungsweise auf jeden Fall bei Aluguss gibt es so Anwendungsbereiche, wo wir das oft nutzen. Also deswegen auch den Kollegen hier am Start. Manchmal schweiße ich einfach mehrere Teile gleichzeitig, die das einfach benötigen, dass die Wärme langsam rausgeht bei bestimmten Motorenteilungen, wo Spannungsrisse entstehen können. Klar, wir haben einen speziellen Zusatzwerkstoff, eine spezielle Herangehensweise, aber die Decke ist dann auch nochmal perfekt dafür. Also, richtig cool, je nachdem, was du für spezielle Sachen machst. Ich versuche dir halt jetzt immer in so einem Video bei solchen Sachen einfach zu erklären, wofür nutzen wir es und wo ist der Anwendungsbereich. Ja, weil hat natürlich jeder Schweißer unterschiedliche Anwendungsbereiche. Deswegen versuche ich alles, was mir so einfällt oder wofür wir das nutzen, mitzugeben. Übrigens auch keine Fasern irgendwie, also wenn ich drüber gehe, juckt nichts. Gell, habe ich auch gleich, stand glaube ich auch dabei. So, Dämpfung aufprallender Partikel, frei von Glasfasern, da steht's. Weich, nicht kratzend. Das stimmt, das kann ich komplett bestätigen. Das ist echt wie eine Kuscheldecke von zu Hause. Geringes Gewicht und einfach zu transportieren, klar. Leicht zu schneiden. Leicht zu schneiden. Dafür hätte ich jetzt gerade aktuell keine Anwendung. Ja gut, doch, wenn ein Loch reinschneiden muss, um irgendwas rüber zu stülpen. Okay, gibt's 100 Pro. Wenn dir eine einfällt, schreib's mal unten in die Kommentare. Jetzt kommen die Anwendungsbereiche. Das finde ich nämlich auch interessant. Ich habe ja schon mitbekommen, viele haben gar nicht auf dem Schirm, dass man so eine Schweißschutzdecke, dass es sowas gibt oder dass man die überhaupt braucht in der Werkstatt. Sandstrahlen und Wärmebehandlung. Okay. Leichte Schweiß- und Schleifeinanwendung, komplizierte und schwer zugängliche Bauteile. Na, dafür ist es natürlich perfekt, genau, weil es sich auch gut reinlegen lässt. Ideal für empfindliche Oberflächen. Da haben wir es, habe ich ja gerade schon gesagt, ist sehr weich. Und kurzzeitiger Schutz gegen extreme Hitze bis 1250 Grad. Das ist natürlich ordentlich. Ne? Das ist auch eine der stärksten. Ich habe noch die andere bestellt, die WB Silica 1100. Das war die, ich gucke gerade nochmal, Löscheigenschaften, genau. Die ist leider noch nicht gekommen. Das war eigentlich die, denke ich, für so eine Metallbau-, Stahlbau-Werkstatt nochmal viel, oder beziehungsweise auch für eine private, viel, viel interessanter ist. Ja, ich habe es ja schon mal gesagt, ich mache es auch wieder. Da hängt er. Ganz wichtiger Kollege in der Werkstatt. In jeder Werkstatt gibt es bei Weldinger zum Beispiel Haus und Werkstatt 24. Sowas kostet nicht viel und so eine Schweißschutzdecke, die auch eine Löschfunktion hat. Mega. So, jetzt wird es natürlich auch Zeit, nachdem ich schon so oft von der geredet habe, dass ich sie dann auch irgendwann mal vorstelle, aber das hat leider noch nicht geklappt. So, gibt es natürlich in Größenunterschieden. Das ist jetzt Meter mal Meter. Das reicht jetzt bei uns auf. Wir haben noch größere. Gucke ich nur, ob hier noch was Wichtiges ist. Ja gut, vertikaler Einsatz, horizontaler Einsatz, das ist alles klar. Isolierung, Abkühlung, hat es eine 2 Sterne. Kurz und knapp, mein Anwendungsbereich ist auf jeden Fall für neue Bauteile, weil es sehr, sehr weich ist, dass die geschont werden und geschützt werden. Und die Wärmeisolierung interessiert mich auch extrem, dass wir dann die Zylinder zum Beispiel, also meistens sind Zylinder oder Motorenteile, die wir dann da drin einwickeln können, dass da die Temperatur langsam rausgeht. Sehr, sehr coole Sache, weil wir haben jetzt hier keinen Ofen am Start. Sagen viele, ja, kauf dir doch einen. Ja, könnte ich machen, ist aber auch wieder eine Platzfrage und der Ofen nimmt auch wieder Strom. Und wir kommen mit den Decken sehr, sehr gut zurecht. Das ist ein Einmalpreis, so eine Schweißschutzdecke und nicht wie bei einem Ofen, den ich noch kaufen müsste, plus noch Stromkosten. Kann man einfacher haben, bin ich der Meinung. Ja? Und das
wäre mit so einer Decke zum Beispiel auf jeden Fall machbar. So, jetzt wollte ich sie natürlich auch nochmal hier ein bisschen aufdecken. So sieht sie aus, Meter mal Meter. Und du siehst, glaube ich, auch, der Anwendungsbereich, also die ist sehr, sehr, sehr flexibel. Kann man schön zusammenknüren. Also, ja, das gefällt mir gut. Das gefällt mir gut. Also, ich sehe das schon für unsere Bauteile, die wir dann drin einwickeln. Ich meine, das ist ein Lüfterrad von einem Porsche, das ist jetzt erstmal nicht so entscheidend. Aber wenn die gut wärmeisolierend ist, gell, dann wird das immer so eingepackt. Dann lege ich das so hin, lasse das liegen. Manchmal auch in zwei Decken, je nachdem. Ja, das wird eine interessante Geschichte. Gell? Also mit den Zylindern, da freue ich mich schon drauf. Und wenn ich schon die normalen Speichschutzdecken nehme und das da einwickel, wie lange da die Wärme drinne bleibt, das ist schon eine sehr coole Sache. Ja, weil es ja heute wieder ein Vorstellungsvideo ist von einem Produkt, mir geht es immer darum, euch da einfach oder dir einfach ein bisschen was zu zeigen. Was gibt es eigentlich alles und was nutzen wir so bei uns in der Werkstatt? Ich habe jetzt immer mal, also jetzt nicht so oft, aber ab und an hatte ich jetzt den Kommentar, ich würde viel Werbung machen. Okay, was mir mehr bringen würde, wenn ihr mir schreibt, was euch interessiert. Ne? Also für die, die das immer so im Kopf haben, oh, der macht aber viel Werbung, hau doch einfach mal ein Thema rein. Ne? Ich denke mir halt, dass solche Sachen interessant sind, aus dem einfachen Grund, ich bekomme unterschiedlichste Nachrichten, was benutzen wir in der Werkstatt und so weiter. Oder was machst du in dem und dem Bereich? Und ich habe halt auch einfach gemerkt, dass viele Leute die Schweißschutzdecken-Thematik gar nicht auf dem Schirm hatten. Deswegen mit der Möglichkeit und dem Vorteil, dass ich mit Fürst Alpine zusammenarbeite, die solche Teile einfach in unterschiedlichsten Variationen am Start haben, sehe ich es immer so als Vorteil, das dann einfach mit euch zu teilen, als da jetzt riesen Werbung zu machen. Klar, ihr könnt das bei mir kaufen, ihr kriegt noch einen guten Preis dafür, gar keine Frage. Es ist halt so eine Mitte aus allem. Ja? Ich mache gerne auch andere praxisbezogene Videos, also schreibt mir doch einfach gerne Nachricht, das sage ich ja immer allen, gerne rüberschicken und dass wir darauf eingehen. Ja? So, wie mit unserem Weltend-Schweiß-Event, wofür ich jetzt natürlich hundertprozentig in jedem Video, bis das stattfindet, Werbung machen werde. Warum mache ich das? Das ist ein cooles Event. Dort wird extrem viel Mehrwert geboten. Und für alle Schweißinteressierten ist das, denke ich, auf jeden Fall eine coole Sache. Einfach für die Community, für die Interessengleichheit, gell? Dass man einfach mal sich über das Thema Schweißen austauscht. Ich habe zum Beispiel fast niemanden hier bei mir in der Umgebung, mit dem man sich mal darüber austauschen kann, sondern eher die Leute am Telefon oder im Internet. Und deswegen mache ich definitiv dafür Werbung. Und ich denke, dass das auch nichts Negatives ist, für diese Thematik Werbung zu machen. Der Samstag ist komplett kostenfrei, mit komplett allen Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen. Ich glaube, dafür kann man Werbung machen. Ich glaube schon. Und das mache ich auch, weil ich mich sehr, sehr auf das Event freue, mit allen, die am Start sind, mit allen die Gäste, die zu uns kommen und freue mich einfach auf einen mega Tag. Also, das Ticket zum Buchen ist unten in der Beschreibung. So, also Thematik Schweißschutzdecke. Wenn du da noch ein bisschen was wissen willst, es ist jetzt nicht die absolute Schweißschutzdecke zum Thema voll anschleifen mit Winkelschleifer, mit Funken, Sprühregen, mit Schweißen. Also das ist eher, ja, dass man halt die Teile gut behandelt, dass man die Wärme runter temperiert. Deswegen wird es hier zu der jetzt keinen Arbeitseinsatz geben, also keinen Einsatzbereich. Video, das wird dann zur nächsten, also der anderen noch, die auf die ich noch warte, auf jeden Fall folgen, weil die ist ja 1100 Grad stabil plus Löschfunktion. Da gehen wir nochmal extremer drauf ein auf die Decke. Die nehme ich definitiv nicht so ran. Die möchte ich auch mir nicht so kaputt machen, weil die ist zu schade dafür. Dafür ist die auch nicht ausgelegt. Gell? Deswegen habe ich den Anwendungsbereich vorgelesen. Ich möchte dir nur aufzeigen, was gibt es für Unterschiede. So, das war's. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen, auch wenn es ein bisschen Werbung war. Du machst den schönen Abend, lass es dir gut gehen. Wir sehen uns zum nächsten Video und hoffentlich zu unserem Weltend-Schweiß-Event in Zellermilis am 23.07. So, und wenn du jetzt die Schweißschutzdecke mal den Link haben möchtest, dann drückst du hier unten auf den Bereich und das Video zur anderen Schweißschutzdecke findest du hier oben.